Mitten in der Natur mit atemberaubendem Ausblick, der Inntaler Hof. Ein familiengeführtes Wellnesshotel im kleinen Dorf Mösern. Tiroler Gastfreundschaft und heimische Produkte. Bewusst Tirol ist das Motto der Besitzer. Unser Haus zeichnet sicherlich zu allem die Lage aus, der Blick in das obere Inntal hinunter nach Telfs bis hinauf bei gutem Wetter bis zum Arlberg. Das Haus neben der Friedensglocke des Alpenraumes, die hier steht seit 1997, nachdem die Arge Alp seinerzeit bei uns im Hause gegründet worden ist. Und natürlich die Küche bei uns im Haus, wo wir vielfach die Produkte aus der eigenen Landwirtschaft, die wir führen, nach ganz natürlichen Grundsätzen und so wissen, was wir dem Gast servieren. Im Hotel werden hauptsächlich regionale Produkte verarbeitet. Den Gästen soll ein besonderer Genuss aus der Region geboten werden. Dieses Engagement belohnt die Agrarmarketing Tirol und zeichnet das Hotel mit dem Bewusst-Tirol-Siegel aus. Ja, es gibt im Bezirk unterschiedliche Betriebe, große Betriebe, kleine Betriebe, und sind alle Betriebe gleich wichtig, die auf regionale Lebensmittel setzen. Und der Inntaler Hof ist einer, der auch herausragend viel regionale Produkte einkauft. Und deshalb sind wir heute beim Genussabend hier im Inntaler Hof in Seefeld. Ob leicht und vital, ob deftig und geschmackig, regionale Produkte stehen im Mittelpunkt. Beim Bewusst-Tirol-Abend können die Gäste regionale Küche probieren. Das Besondere, dieses Mal gibt es nicht nur ein Vier-Gänge-Menü. Hersteller aus der Region präsentieren ihre Produkte. Ja, der heutige Abend ist ein besonderer Abend, weil hier regionale Lieferanten, Tiroler Lieferanten ausstellen, ihre Produkte sozusagen vorstellen. Und auch eine Besonderheit, hier kann man selber das Kräutersalz zusammenmischen, also Meersalz mit den Kräutern, und das selber im Mörser herstellen, denke ich, auch ganz eine schöne Idee. Und eben, das ist auch eine Besonderheit vom Hotel, dass hier Kräuterwanderungen angeboten werden, wo eben Gäste Kräuter sammeln und das danach auch zu Kräutersalz verarbeitet werden kann, dass man dann auch mit nach Hause nehmen kann. Wir haben uns heute überlegt, passend zur Saison, auch wenn die Sonne heute nicht ganz mitspielt, ist aber der Kräutergarten bei uns vor dem Haus schon sehr üppig. Wir haben heute den Abend rund um das Thema Kräuter gestaltet. Wir werden einen Kräuterworkshop mit den Gästen machen. Wir haben diverse Lieferanten aus der Region eingeladen, ihre Produkte zu präsentieren und uns zu zeigen, was wir alles Gutes vor der Haustüre haben. Das Gute liegt oft so nah, und es ist heute sehr modern, oft in die Weite zu schweifen und besinnt sich leider oft zu wenig auf das, was eigentlich in höchster Qualität direkt für uns greifbar ist. Die Gäste versuchen sich auch gleich selbst im Herstellen von Kräutersalz. Kräuter, die im eigenen Garten des Hotels wachsen. Sie spielen auch in der Küche eine große Rolle. Also für mich sind regionale Produkte sehr wichtig. Wir haben eine eigene Landwirtschaft. Und wenn es uns jetzt nicht ausgeht von der Schlachtung her, dann beziehen wir das Fleisch von Bauern von der Region, aus der Leutasch oder aus Jenbach. Und es ist für uns als Wichtige, nicht? Als Vorspeise wird dreierlei Lechtaler Käse serviert, gefolgt von einem Tiroler Caesar Salad. Als Hauptgang ein Filet vom Zottel an Ofenkartoffel und Gemüseraritäten. Ein besonderes Menü für den Bewusst-Tirol-Abend. Es war sensationell, es war kulinarisch top, höchste Qualität. Die regionalen Produkte waren sehr gut verarbeitet, es hat ausgezeichnet geschmeckt. Also ein großes Lob auch der Küche des Restaurants. Wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich war mit meiner Mutter hier, die hat sich auch sehr gefreut, dass sie da teilnehmen hat können. Ja, es war eigentlich ganz eine tolle Erfahrung, und ich kann es nur jedem weiterempfehlen. Und Regionalität wird da eigentlich sehr groß geschrieben, und das ist ganz, ganz toll. Großartig, es war wunderbar, das Essen hat herrlich geschmeckt, jeder Gang war für sich ein Erlebnis, und es war ganz gesellig und nett, und auch die Präsentation vorher war sehr interessant, und sogar selber tätig war man mit Kräutersalz mörsern und mischen, also es war ganz nett. Mir hat es sehr gut gefallen.
Es war fantastisch. Also es war vom Empfang bis jetzt zum Schluss alles ganz, ganz großartig und ja, wir sind restlos begeistert. Man hat hier vorne zuerst ein bisschen so kleine Ständchen gehabt und so regionale Produkte auch testen können. Ist das bei Ihnen angekommen? Ja, leider, das schlagt sich wieder auf den Bauch, weil wenn ich wusste, dass wir da so auf heute alles Abendessen kriegen, dann hätte ich mich da vielleicht ein bisschen eher zurückgehalten. Aber Speck und Käse und Honig und alles, was angeboten wurde, war einfach traumhaft. Das Gefühl von Tiroler Gastfreundschaft, kreative und ausgewogene Gerichte mit Liebe zubereitet. Den Abschluss des Abends macht ein hausgemachter Erdbeerknödel mit Erdbeereis.